Moin, moin, liebe Drifters und Drifterinnen. Wir sind hier stehen geblieben in der letzten Folge bei einem vielleicht Spinnenangriff. Ich bin, ja, auf jeden Fall, aber ich bin dann weggerannt vor der Spinne und jetzt stehe ich hier und sie ist quasi da, um mich zu töten, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie es kann, weil ich bin gerade im Labor. Wir machen mal weiter. Das ist ja widerlich! Alter! Ich hab grad Gänsehaut. Aber sowas von. Nicht nur mal die. Okay, verzieht die sich jetzt? Ich höre sie jetzt von rechts. Ich hoffe, sie verzieht sich jetzt. Wahrscheinlich sitzt sie jetzt hier oben drauf und wartet auf mich. Ja, könnte ich mir sogar noch vorstellen bei so einem Mistvieh. Ja, das ist nicht so gut. Ich habe jetzt nichts mehr zum Analysieren. Ich dachte, vielleicht so kann ich eine Workbench freischalten. Boah, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich einfach rausrennen? Ich meine, ich habe ja eigentlich gar keine andere Wahl, oder? Scheiß drauf. Gute Nachricht. Sie kann nicht aufs Labor und mir da auflauern. Das ist doch schon mal eine sehr positive Nachricht. Um jetzt meinen scheiß Rucksack wieder. Ja. Müsste der sein, oder? Weil das Zeug hätte ich ganz gerne wieder. Auch wenn wahrscheinlich in 2 oder 3 Spielstunden sage, ha, das wollte er wieder haben, den Dreck. Aber jetzt will ich das auf jeden Fall wieder haben. Damit ich das in 3 Stunden sagen kann. 3 Stunden nehme ich heute nicht mehr auf. Wir haben, weiß ich nicht, 23 Uhr oder so. Oder 10:30. Ich will eigentlich immer mittags aufnehmen. Damit ich geistig ein bisschen auf einem klaren Stand bin. Wo war der? Ich bin doof. Wusste die schon? Ist mir gerade aber erst so richtig... Jetzt bin ich paranoid, ne? Ist mir gerade aber erst so richtig aufgefallen. Huh. Hallo. Dich finde ich immer noch süß, du darfst hier sein. Aber bitte keine fette Spinne. Okay, aber wir haben eine Inventarbegrenzung, ne? Seht ihr? Kann man bestimmt auch noch erweitern. Guck mal, Weak Hand, Glider, Head, Upper Body. Oh, ist schon geil. Setz dich mal hier ein. Das ist ja ganz cool, ne? Okay. Tools. Pebblet Spear habe ich aber schon hergestellt. So, und da ich jetzt... Ach, Shift, okay. Shift ist die... Ich drücke mal Escape. Shift ist die Gleitertaste, ne? Base Building, ja. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Ja, ich gehe jetzt auf die Map und gucke, wo das ist. Nee. Markieren kann man das nicht. Ich muss dahin etwa. Das ist kein Clover. Ach so, ja genau. Brauche ich ein stärkere Axt für. Dann wahrscheinlich an der Workbench herstellbar. Von der ich nicht weiß, wie ich sie kriege. So, da ich beim Rennen anscheinend immer sehr viel Wasser verbrauche. Super unrealistisch. Guck mal, wie schön das mit der Physik ist, bitte. Wie schön der Effekt ist hier. Man kann theoretisch damit Fußball spielen. Das ist echt super. Filtrationstablette. So eine Filtertablette ist bestimmt auch super gesund. Hat man auch bei der Bundes- oder generell bei der Armee, oder nicht? Solche, wenn man mal im Notfall dreckiges Wasser säubern muss oder trinken muss, dann benutzt man noch so Tabletten. Die aber eigentlich nicht besonders gesund sind wohl. Und ich bin voll dran vorbeigelaufen. Ich schätze das hier alles viel zu groß ein. Ich meine... Das ist ein scheiß Vorgarten, der ist nicht groß. Gut, abgesehen, dass es für uns natürlich schon riesig ist, aber... Ice Caps Mint Container. Was? Ach, guck mal. Ein bisschen wie Tic Tac, ne? Tic Tac Verpackung. Ja. Ist ja cool. So, Umweltverschmutzung in a nutshell, ne? Hier, und Sap für Bandagen haben wir ja. Letzte Folge gesehen. Sehr wichtig. Und das ist Clover. Clay oder was?
Ich bin doof. Ja, natürlich heißt es Klee. Dachtest du denn, was Klee heißt? Klee oder was? Oder was? Soll ich denn wissen, wie oft ich oder was sag oder was? Soll ich dir zählen oder was? Ja, Clover. Jawollo. Geil. Fortschritt. Oh, und da... Was ist das? Also offensichtlich... Mysterious Machine. It's probably the size of a... Look around you to see what? Investigate the mysterious machine. Wurden wir hier geschrumpft? Kann das sein? Und wenn wir reingucken? Zufällig sind hier Löcher in unserer Größe. Hätte ich erwarten können. Aber hier ist nichts, oder? Also können wir zumindest noch nichts mit anfangen. So, jetzt baue ich aber erstmal das, was wir in der letzten Folge nicht geschafft haben. Und zwar ein Lean-To bauen. Lean-To. Construct. Hä, und wo brauche ich da jetzt bitte eine Workbench? Oder warum steht da, man braucht eine Workbench? Oder heißt das nicht? Heißt das was anderes? Dass man da irgendwann mal... Das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Naja. Okay, Q und E zum Drehen. Ey, die sind echt süß, die Viecher. Die Tiere. Ich müsste nur leider eins angreifen, um den Namen zu sehen. Okay, also, das... Fakt ist wahrscheinlich, dass dieses Lean-To nicht... da stehen wird, wo unsere Base mal stehen wird. Deshalb hier so auf dem Stein. Hä? Wie? Hammer. Early Access. Early Access. Early Access. Ist alles hier eine Alpha. Was? Ja, ich habe einen Bug gefunden. Cool. Okay. Bräuchten wir aber wieder Wurf und Fiber. Gut, dann machen wir das. Was? Was war das? Ja, wo ist der jetzt? Ah, Hold E to Build. Vielleicht ist das auch mit Workbench gemeint. Das kann natürlich gut sein. Wichtige Frage, ist es auf der Karte markiert? Mysterious Machine. Hm. Nein, ist es nicht. Ach so, die haben eigene Logos. Wie cool. Ice Caps. Mysterious Machine. Das ist ja geil. Findet ihr das auch so geil wie ich? Merkt ihr was? Genauso, seht ihr das? Hier, diese Strukturen. Genauso ähnlich sahen doch diese Pinne da bei der Mysterious Machine aus, oder? Vielleicht auch eine Backstory, das Spiel. Wer weiß, wer weiß. Gut. Jetzt, wo wir das gemacht haben, Investigate the Mysterious Machine. Okay, wenn das jetzt die Quest ist, die wir haben. Und leider kann ich das nicht markieren. Aber ich weiß ja, irgendwo bei der Mysterious Machine. Also das ist schon ein ganz guter Anhaltspunkt. Dann südlich laufen, kann das sein? Ah, nee. Östlich laufen. Gut. Gut zu wissen. Sehr gut sogar. Genau, und hier Sap mitnehmen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay, es tut mir leid, aber ich werde jetzt gleich einmal versuchen. Hier war doch gerade eins, oder? Ja, da hinten. Apple Honeydew, was? Was ist das? Ich muss bei Clover jetzt immer an Mr. Sandman denken.
Like roses in clover. Kennt ihr? Kennt ihr bestimmt, wenn ihr so wie in die Zukunft kennt, dann kennt ihr das Lied. Jetzt habe ich einen Ohrwurm davon. Ich mag das Lied auch ziemlich gerne, also ist jetzt nicht so eine Art von Ohrwurm wie Atemlos. Okay. Du elende Milbe. Stirb! Ja. Yeah. Gnatkorps. Yeah. Oh, guck mal. Das ist hier für die Pfeile, ne? Das ist für die Pfeile. Guck mal. Meint was. Okay. Hallo. Seht ihr, ey, das ist so schön, wie die Augen. Es sieht einfach echt, echt schön aus. Sehr, sehr schön aus. Also. Und ihr müsst euch vorstellen, ich spiele hier nicht auf epischen Einstellungen, ja? Also das Spiel könnte nochmal um. Ich habe es noch nie auf epischen Einstellungen gesehen. Das zum Thema. Genau, ich spiele es auf mittleren Einstellungen. Ich kann ja mal auf 30. Auf 30? Was? Auf Epic stellen. Mal sehen, was jetzt passiert. Wie viele FPS-Teile wir bekommen. Das macht schon einen guten Eindruck. Und. Entweder sagt mir das Spiel einfach nicht, dass ich das Spiel erst neu starten muss, um das zu aktivieren. Oder es läuft tatsächlich sehr gut. Also zumindest viel, also genauso gut wie vorher. Aber ich sehe halt auch keinen großen Unterschied. Ich denke, ich muss das Spiel erst neu starten. Genau, Analyze. Wir wollen ja das, ach, guck mal, das wurde jetzt auch wieder aufgeladen. Cool. Also wahrscheinlich an einem Tag wird es dann einmal aufgeladen. Das können wir dann mal. Genau, das interessiert mich, was man mit Dry Grass Chunk machen kann. Ja, Analyze. Analyze. Ach, guck mal, wie geil. Plant Lamp, Log Palette. Was? Wie geil. Plank Palette und Scones. Hä? Scones? Ich kenne nur Sconzo aus der Sesamstraße. Haha. Tut mir leid. Ach, ich habe ja nicht nur einen. Ich habe ja jetzt mehrere. Und seht ihr diese Details an dem. Oh, hallo. Ich habe immer, wenn ich die Ameisengeräusche höre, habe ich einen Herzinfarkt kurzzeitig, weil ich denke, ach du Scheiße, was steht da neben mir? Und dann merke ich, ist nur eine süße Ameise. Analysieren wir mal Clover. Clover Poncho, Clover Shinguards, Clover Hood, Roof Corner, Roof Interior Corner. Hallo Ameise. Ey, wie geil. Sprig. Okay, kann man auch drehen. Soll ich mal ausprobieren. Next Charge. Etta. Etta? S-I-S? Daddy das. Ach, guck mal. Next Charge at Etta. Was? 12:45 Uhr. Haben wir gleich. Also, Spiky Sprig. Also wahrscheinlich mehrmals am Tag sogar. Weil, ne? Solar Charge. Ach scheiße, jetzt habe ich nicht gesehen, was man damit machen konnte, ich Pfosten. Was mache ich denn? Okay, oh Gott, die Möglichkeiten, die sprengen schon meinen Rahmen, ey. Decor, Sconce, a simple wall-mounted torch, convenient and efficient. Okay. A stationary light source that illuminates the area around it. Ja, halt eine Lampe, ne? Lean-to storage basket plank pallet. A platform on which grass planks can be neatly stacked. Das ist schon echt geil, ne? So, und wie kann ich jetzt. Ja, was mache ich erstmal? Jetzt bräuchte ich dafür jetzt mehr Sap. Okay. Aber. Das ist Kunst? Okay. Da
Dann ist das Kunst. Meal Wrap. Prep. A ring of stones and a spit of roasting. Light a flame to illuminate your surroundings in the darkness. Aber wie? Habe ich eine Torch? Ja, habe ich. Dafür bräuchte ich Sap und Woven Fiber. Gut, dann ist das jetzt unser Ziel. Einfach mal eine Fackel bauen. Ich hatte gerade schon wieder, ich hätte V-Sync ausgemacht, deswegen habe ich kurz so gemacht. Habe ich aber nicht. Sah nur so aus. So, immer alles brav sammeln, ne? Immer alles brav sammeln. Ja, Sap brauchen wir dafür, richtig. Und Planfiber, aber davon haben wir genug. Beziehungsweise Wurfenfiber. Kann ich auch hier den machen, um zu wechseln? Ne, kann ich nicht. Mausrad rollen, meine ich jetzt. Nehme ich mal mit, ne? Für Kleidung. Das habe ich auch gerade gesucht. Aber Materials, Workbench Gear. Ach so, ich bin doof. Workbench Gear. Aber dafür brauche ich eine Workbench. Hm. Tools. Spiky Sprig. A weaponized sprig with thorns at the end. Also eine Keule quasi? Springbow. Gnatfuzz. Haben wir eben von was nochmal gekriegt? Von Dull Grey Has taken from a Gnat. Ja, das ergibt irgendwie Sinn. OS? Scab OS? Flem. Flem. Register Person Flem. Warum hat das eine Zeichengrenze von 5? Warum? Ach, guck mal, das ist die Uhr, ne? Das ist die Uhr. Da sehen wir sie. Auch am Rand. Unten. Oh nein, ich muss mich in die Mitte stellen, oder? Aber Investigator ist doch ermitteln. Kann ich hier drehen? Hier. Oh! Oh! Target. Unblock the obstructed laser. Find whatever is weakening one of the lasers. Tatsächlich! Das sind diese Gebilde, diese Stative. Das wäre ein Teleskop. Ach krass. Okay, können wir aber nicht, weil. Okay, das blockt den Laser. Können wir aber nicht dran drehen, ne? Frage ist, blockt es das hier im Innern? Oder bei diesen großen, ne? Hier. Weil die scheinen drauf, oder? Ah, nee. Ist das jetzt schwierig oder soll das ein bisschen einfach sein am Anfang? Weil, wenn es einfach ist, wüsste ich, was es blockt. Kann aber auch nur so aussehen, als würde es das blocken. Ah, Ahnung, darf ich durch? Also, ah nee, das sieht nur so aus. Schade, ich dachte, der Löwenzahn hier, der Dillon, kann ich trotzdem abmachen. So, vielleicht ist das ja doch. Ja, los, Stamina. Weiß man ja nicht, ne? Nein, das ist es nicht. Oh, das Ding ist halt. Oh, dafür muss ich zum Haus, ne? Und ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Ja, ja. Also irgendwas blockiert da, aber ich will da nicht hin. Weil ihr wisst, was in den letzten Folgen passiert ist. Das war nicht so gut, was da passiert ist, nämlich. So, hier ist aber... Wahrscheinlich sterbe ich, wenn ich das berühre. Hätte mich nicht gewundert, ehrlich gesagt. As much. I love you so much. Gut. Also ich merke schon, die Folge hier hat lauter Gags parat. Denn die sind tuft. Lecker tuft. Tuft, tuft. Kann ich hier auch irgendwo die Uhrzeit sehen?
Key Items Tutorial? Scrap Radar Dongle. This attachment has rudimentary location software that scans for nearby structures and objects it's been programmed to seek. Was? Wie geil. Und ja, ich sehe die ganze Zeit die Uhrzeit oben, nur ich bin blind. Was wollen wir eigentlich machen denn dann genau? Eine Fackel bauen. Habt ihr... Hat sie angehört, als wäre irgendwas runtergefallen. Ja, ja. Hä, wenn ich dagegen laufe oder was? Habt ihr nicht gesehen? War kein Bug. War kein Soundbug oder so. Habt ihr, war nicht da. Wie gesagt, ne? Das ist alles Early Access hier. Und wenn man das mal, ich ziehe den Vergleich ja anscheinend sehr gerne, wie ich gerade selber bemerke. Wenn man das mal mit Ark am Anfang vergleicht, das ist schon eine ganz andere Welt, ne? Also Ark ist ja auch jetzt noch. Also die Entwickler sagen, es sei fertig, aber nein, ist es nicht. Ist es nicht. Es hat immer noch Bugs und es ist definitiv nicht fertig. Okay. Craft and equip a torch when venturing into dark areas. Ja, danke für den Tipp. Deswegen wollte ich ja... Oh, ist das Sap? Ja, aber ein Sap reicht nicht, ne? Bin ich der Einzige, der gerade... Oh, 25 Slots. Nicht so gut. Bin ich der Einzige, der immer nach Sapling sagen will? Sapling? Das ist ein Spinnennetz. Das ist ein Spinnennetz. Da drückt auch schon wieder irgendwas. Ja, ich gehe lieber weg. Ganz, sag ich ganz ehrlich. Was sind das für Geräusche? Ich renne jetzt, ich gehe jetzt zur... Zum kleinen Zeltchen. Zur Strandmuschel. Das ist so eine Art Strandmuschel. Ich frage mich auch, wenn ich jetzt I drücke, wird das Spiel dann komplett pausiert? Ja, ne? Nein, wird's nicht. Wird es nicht. Okay, ich muss nach in die ganz andere Richtung laufen. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Und Wasser bräuchte ich dann auch noch, ne? Und ich gucke mal, ob ich hier irgendeinen Tropfen finde. Aber das sieht aktuell, ich dachte, das wäre einer, nicht so aus. Aktuell. Scheiße, ich muss auch einen finden. Das ist schon mal die Mysterious Machine. Aber... Auf jeden Fall wahrscheinlich bevor ich schlafen gehe. Einen kleinen Tropfen. Guck mal, eine ganze Ameisenkolonie hier unterwegs. Die jagen. Cool. Cool, die jagen. Hoffentlich nicht mich. Nee, nee, die waren ja auch immer. Immer lieb, ne? Ja. So. Jetzt stelle ich mir die Frage. Ich muss immer nach unten gucken, um das I zu finden, weil... Ich muss östlich. Von der... Mysterious Machine. Also... Hierhin Fragezeichen. Genau, weil ich das I eigentlich nie benutze beim Zocken, weil wir, zum Beispiel bei Minecraft ist das ja auch inzwischen eh einfach das Inventar. Also ist auch, glaube ich, ewig her,
Ich will die einmal und es tut mir leid. Ich will einmal wissen, was das ist. Die Geräusche machen mir echt Angst. Genau, hier war's. Use. Set Respawn Point, auf jeden Fall. Und Sleep? Sleeping Hours are between... Ja, danke schön. Muss ich jetzt erst warten, bis ich schlafen darf? Dann mache ich erstmal eine Torch. Wo mir aber dann Woven Fiber fehlt. Naja. Craft ich halt. Craft ich halt. So, sehr schön. Habe ich auch eine... Ach geil, guck mal. Das ist dann in der linken Hand. Das ist ja cool. Werde Licht. Dynamische Schatten auch schön. Das ist schon sehr schön. Huch. Und wenn ihr jetzt sagt, dynamische Schatten hat doch jedes Spiel, würde ich sagen, nein. Nicht so. Oh, ich hoffe, die haben nicht Angst vor Feuer. Alter, hab ich Glück. Ach du Scheiße. Weißt du, fast am Verdursten? Finde da zufällig einen Wassertropfen. Moment mal. Guck mal, das leuchtet sogar da durch. Jetzt weiß ich, was hier den blockt. Und der wurde eben noch nicht geblockt. Oh. Whatever's weakening one of the lasers. Das Problem ist aber immer noch da. Input. Ah ja. Klinke. Chinch. Keine Ahnung, was es war. Wahrscheinlich auch einfach ein Anschluss, den es nicht wirklich gibt. Weil erstens ist es eh vergraben und zweitens... ist auch egal. Also Uhrzeit wollte ich nur gucken, ne? Ich gesinne mich mal nach Hause. Aber wo ist zu Hause? Ich guck nochmal auf die Karte. Ah ja. Hä? Bin ich doof? Was doch der Stein hier? Ah ne, der da hinten, ne? Ja, ja. Das war der. Oh nein, die Ameise. Es ist in den Stein gebackt. Oh nein. Soll ich jetzt... Geht nicht, ne? Oh, nein. Nein. Oh, es tut mir echt leid. Aber die war festgebackt. Das ist dann noch besser, oder? Guck mal. Der Chitinpanzer aus Ark ist auch drin. Alter! Genau, das wollte ich auch. Aber dafür brauche ich eine Workbench, ne? Ja. Kann ich auch nicht anklicken. Defense. Ah. Mited. Aus... irgendwie ekelhaft. Aus Milben. So, jetzt ist Schlafenszeit. Perhaps we should make camp for the night? Ja. Oh, das ging schnell. Ich dachte, es gibt jetzt irgendwie eine Animation oder so. Ich guck mal eben, wie lange wir schon aufnehmen. Oh! Oh! Ja, tschüss! Oh nee, machen wir das anders und... Mit dieser ruhigen Nacht endet diese Folge von Grounded. Am Morgen. Morgen geht's weiter. Morgen? Morgen ist Samstag. Ja, komm, das Wochenende machen wir mal durch. Also morgen geht's weiter mit Grounded. Nicht vielen Dank fürs Zusehen. Also doch, aber nicht jetzt. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Würde uns sehr helfen. Und lasst auch einen Kommentar da. Danke fürs Zusehen jetzt. Tschüss.